20. August 1947, Nürnberg. Nach mehr als achtmonatiger Verhandlung werden die Urteile im sogenannten Nürnberger Ärzteprozess verlesen. Die Angeklagten, 20 KZ-Ärzte sowie ein Jurist und zwei Verwaltungsbeamte hatten entweder an einem Euthanasieprogramm der Nazis teilgenommen, der Tötung von geistig oder körperlich behinderten Menschen, die als lebensunwert eingestuft wurden, oder schmerzhafte und oft tödliche medizinische Experimente an Tausenden von KZ-Insassen ohne deren Zustimmung durchgeführt. 7 der 23 Angeklagten, denen vorgeworfen wird, kriminelle Handlungen angeordnet, beaufsichtigt oder koordiniert zu haben oder an ihnen direkt beteiligt gewesen zu sein, werden zum Tod durch den Strang verurteilt. Der einzige von ihnen, der Adolf Hitler direkt verantwortlich war, ist Karl Brandt. Karl Brandt wurde am 8. Januar 1904 im damals zum Deutschen Kaiserreich gehörenden Mühlhausen im Elsass geboren. Sein Vater war Offizier der preußischen Armee. Karl beschloss, Arzt zu werden und begann 1922 ein Medizinstudium in Jena, das er in München, Berlin und Freiburg fortsetzte. 1928 wurde Brandt Facharzt für Medizin und Chirurgie, spezialisiert auf Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen. 1929 erhielt er seinen Doktortitel. In den Jahren 1930 bis 1933 war die Stimmung in Deutschland düster. Die Weltwirtschaftskrise hatte das Land schwer getroffen. Millionen von Menschen waren arbeitslos. Zur Unzufriedenheit der Arbeitslosen gesellten sich Millionen anderer, die die wirtschaftliche Depression mit der Demütigung Deutschlands nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg in Verbindung brachten. Viele Deutsche empfanden die parlamentarische Regierungskoalition als schwach und unfähig, die Wirtschaftskrise zu bewältigen. Verelendung und die Furcht vor einer weiteren Verschärfung der Krise, aber auch die Wut und Ungeduld angesichts der offensichtlichen Unfähigkeit der Regierung, die Krise zu bewältigen, boten einen fruchtbaren Boden für den Aufstieg Adolf Hitlers und seiner nationalsozialistischen Partei, der Karl Brandt im Januar 1932 beitrat. Im darauffolgenden Jahr, als die Nazis an die Macht kamen, trat er der SA bei, einer paramilitärischen Organisation, die mit der NSDAP verbunden war und wegen der Farbe ihrer Uniformen auch als Braunhemden bezeichnet wurde. Am 17. März 1934 heiratete Karl Brandt Annie Rehborn, eine deutsche Schwimmerin. Aus der Ehe ging ein Sohn hervor. Im Juli desselben Jahres trat Karl Brandt in die SS ein. Am 15. August 1933 verlor Hitlers Chefadjutant Wilhelm Brückner die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunglückte, als er dem Wagen Hitlers hinterherfuhr. Er brach sich das Bein, erlitt einen Schädelbruch und eine Augenverletzung. Zum Glück für Brückner war Karl Brandt der Fahrer des ihm folgenden Fahrzeugs, der ihn in ein Krankenhaus in Traunstein fuhr, wo Brückner am Schädel operiert und eines seiner schwer verletzten Augen entfernt wurde. Brandt beaufsichtigte in den nächsten 6 Wochen Brückners Genesung. Brückner, der die Aufsicht über alle persönlichen Bediensteten, Kammerdiener, Leibwächter und Adjutanten des Führers hatte und damit zu den engsten Vertrauten Hitlers gehörte, lobte Karl Brandt bei Hitler, der ihn ab Sommer 1934 zu seinem Begleitarzt machte. Zusammen mit Albert Speer, einem seiner engsten Freunde und Hitlers Chefarchitekt, gehörte Karl Brandt zum Kreis der Personen, die Hitler in seiner Privatresidenz, dem Berghof auf dem Obersalzberg, in den Bayerischen Bergen ständig umgaben. Die Brandts hatten ein Wohnhaus in der Nähe des Berghofs und verbrachten dort viel Zeit, wenn Hitler anwesend war. Zu Hitlers engstem Kreis gehörten neben den Speers und Brandts auch Hitlers Privatsekretär Martin Bormann und Theodor Morell, der Leibarzt des Führers, der ihm psychoaktive Substanzen verabreichte, sowohl Barbiturate als auch Pervitin, ein stark aufputschendes Methamphetamin. Viele der sogenannten rassenpolitischen Maßnahmen des nationalsozialistischen Deutschlands wurden von den Theorien der Eugenik oder Rassenhygiene geprägt, einer wissenschaftlichen Strömung des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die sich als Lehre von der Verbesserung des biologischen Erbgutes des Menschen verstand. Viele dieser Maßnahmen wurden von Medizinern durchgeführt und richteten sich gegen Personen, die die Nazis als erbkrank definierten. Menschen mit geistigen, körperlichen oder sozialen Behinderungen.
Die Nazis vertraten die These, dass diese Menschen sowohl eine genetische als auch eine finanzielle Belastung für die Gesellschaft und den Staat darstellten. Die NS-Regierung beschloss, in die Fortpflanzungsfähigkeit der als erbkrank eingestuften Menschen einzugreifen. Eine der ersten eugenischen Maßnahmen, die sie ergriffen, war das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses von 1933, das als Erbgesundheitsgesetz bekannt wurde. Betroffen waren Menschen mit psychischen Krankheiten oder mit körperlichen und geistigen Behinderungen sowie Menschen, die als asozial oder minderwertig eingestuft wurden, wie etwa Alkoholiker. Infolge des Gesetzes wurden in Nazi-Deutschland etwa 400.000 Deutsche zwangssterilisiert. Gleichzeitig entkriminalisierte Adolf Hitler die Abtreibung von Föten, die aus rassischen Gründen unerwünscht waren oder bei denen Ärzte erbliche Defekte erwarteten. Die Abtreibung gesunder, arischer Ungeborener blieb weiterhin streng verboten. Karl Brandt war einer der Mediziner, der in großer Zahl Abtreibungen bei Frauen vornahmen, die als geistig oder körperlich behindert oder rassisch minderwertig angesehen wurden oder bei deren ungeborenen Kindern solche genetischen Defekte zu erwarten waren. Darüber hinaus prägten eugenische Vorstellungen das deutsche Ehehygienegesetz von 1935, in dem die Heirat von Personen verboten wurde, die an ansteckenden Krankheiten oder an geistigen oder körperlichen Behinderungen litten und deren Erbgut als geschädigt eingestuft wurde. Die Eugenik bildete nicht nur die Grundlage für die Zwangssterilisationen, sondern auch für die Ermordung von Menschen mit Behinderungen im Rahmen des heimlichen Euthanasieprogramms. Im Rahmen des Euthanasieprogramms wurden behinderte Heimbewohner in Deutschland systematisch ermordet. Es ging dem Völkermord am europäischen Judentum, dem Holocaust, um etwa 2 Jahre voraus und war eine von vielen radikalen eugenischen Maßnahmen, die darauf abzielten, die sogenannte rassische Reinheit der deutschen Nation wiederherzustellen. Sie zielte darauf ab, Menschen zu eliminieren, die von den Eugenikern und ihren Anhängern als unnütze Esser und lebensunwertes Leben betrachtet wurden. Nach Ansicht der Nazis stellten diese Menschen aufgrund schwerer psychiatrischer, neurologischer oder körperlicher Behinderungen sowohl eine genetische als auch eine finanzielle Belastung für die deutsche Gesellschaft und den Staat dar. In den Frühlings- und Sommermonaten des Jahres 1939 wurde damit begonnen, eine geheime Vernichtungsaktion an behinderten Kindern zu organisieren. Angeführt wurde sie von Philipp Buhler, dem Leiter von Hitlers Privatkanzlei, und Karl Brandt. Am 18. August 1939 erließ das Reichsinnenministerium einen Erlass, der alle Ärzte, Krankenschwestern und Hebammen verpflichtete, neugeborene Säuglinge und Kinder unter 3 Jahren zu melden, die Anzeichen einer schweren geistigen oder körperlichen Behinderung zeigten. Ab Oktober 1939 wurden Eltern von behinderten Kindern von den Gesundheitsbehörden dazu ermutigt, ihre Kinder in eine der vielen speziell dafür vorgesehenen Kinderkliniken in Deutschland und Österreich einzuweisen. Tatsächlich handelte es sich bei diesen Kliniken um Tötungsanstalten. Speziell rekrutiertes medizinisches Personal verabreichte den jungen Patienten eine tödliche Überdosis an Medikamenten oder ließ sie verhungern. Zunächst bezogen Mediziner und Klinikverwalter nur Säuglinge und Kleinkinder in diese Maßnahmen ein, doch mit zunehmender Ausweitung des Programms wurden auch Jugendliche bis zum Alter von 17 Jahren einbezogen. Konservativen Schätzungen zufolge starben während der Kriegsjahre mindestens 10.000 körperlich und geistig behinderte deutsche Kinder im Rahmen dieses Euthanasieprogramms. Die Nazis dehnten das Tötungsprogramm auf erwachsene behinderte Patienten aus, die in Heimen lebten. Im Herbst 1939 unterzeichnete Adolf Hitler eine geheime Vollmacht, um die teilnehmenden Ärzte, das medizinische Personal und die Klinikverwaltung vor Strafverfolgung zu schützen. Diese Genehmigung wurde auf den 1. September 1939 rückdatiert, um dem Programm den Anschein einer Kriegsmaßnahme zu geben. Die Kanzlei des Führers war eine kompakte und von Staats-, Regierungs- und Parteiapparaten getrennte Einheit. Aus diesen Gründen wählte Hitler die Kanzlei als Zentrale für das Euthanasieprogramm. Der Codename dafür war Aktion T4, der sich auf die Anschrift der Koordinierungsstelle des Programms in Berlin, Tiergartenstraße 4, bezog.
Auf Anweisung Hitlers waren der Leiter der Kanzlei des Führers, Philipp Buhler, und der Arzt Karl Brandt für die Tötungsaktionen verantwortlich. Unter ihrer Leitung errichteten die T4-Mitarbeiter im Rahmen der Euthanasiemaßnahmen 6 Vergasungsstätten für Erwachsene. Ursprünglich war geplant, die Menschen durch die Verabreichung von Betäubungsmitteln zu töten. Man erkannte jedoch, dass diese zwar einen Bewusstseinsverlust bewirkten, der Tod aber erst nach einiger Zeit eintrat. Auf die Frage Hitlers an Karl Brandt, welches die humanste Art der Tötung sei, schlug Brandt den Einsatz von Kohlenmonoxidgas vor, wozu Hitler einwilligte. Die Patienten wurden mit Bussen oder mit der Bahn zu einer der zentralen Vergasungsstätten transportiert. Innerhalb weniger Stunden nach ihrer Ankunft in diesen Zentren wurden die Opfer in den Gaskammern ermordet. Die Gaskammern waren als Duschräume getarnt, in die in Flaschen abgefülltes Kohlenmonoxidgas eingeleitet wurde. Die T4-Funktionäre verbrannten die Leichen in Krematorien, die an die Vergasungsstätten angrenzten. Arbeiter entnahmen willkürlich Asche der verbrannten Opfer und schickten sie in Urnen an die Angehörigen. Zusammen mit der Urne erhielten die Familien oder Erziehungsberechtigten der Opfer eine Sterbeurkunde und andere Unterlagen, auf denen eine fiktive Todesursache und ein fiktives Todesdatum angegeben waren. Das berüchtigste Tötungszentrum befand sich im hessischen Hadamar. In der ersten Phase der Tötungsaktionen zwischen Januar und August 1941 wurden mehr als 10.000 Männer, Frauen und Kinder in der Gaskammer von Hadamar, die wie ein Duschraum eingerichtet war, mit Kohlenmonoxid erstickt. Die Opfer wurden in Zügen und grauen Bussen in die psychiatrische Klinik Hadamar transportiert, wo sie Ärzten wie Adolf Wahlmann vorgeführt wurden, der sie 3 Kategorien zuordnete, gekennzeichnet mit verschiedenfarbigen Pflastern. Tötung, Tötung und Hirnentnahme zu Forschungszwecken und Tötung und Extraktion von Goldzähnen. Im Sommer 1941 feierte das Personal die Einäscherung des 10.000. Patienten mit Wein und Bier. Da die Öfen des Krematoriums häufig mit 2 Leichen gleichzeitig gefüllt wurden, verlief die Einäscherung nicht immer problemlos, sodass häufig ein dichter, beißender Smog ausströmte, der über der Stadt hing. Das Euthanasieprogramm wurde bis in die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs fortgesetzt und auf immer mehr Opfergruppen ausgedehnt, darunter geriatrische Patienten, sogenannte jüdische Mischlinge und ausländische Zwangsarbeiter. Historiker schätzen, dass dem Euthanasieprogramm in all seinen Phasen 250.000 Menschen zum Opfer fielen. Im September 1943 wurde Brandt von Hitler zum Generalkommissar für das Sanitäts- und Gesundheitswesen ernannt und bevollmächtigt, die Aktivitäten der gesamten Verwaltung dieses Bereichs zu koordinieren und zu leiten. Diese Befugnis wurde ausdrücklich auf den Bereich der medizinischen Wissenschaft und Forschung ausgedehnt. In seiner Position war Brandt nicht nur für eine Reihe von qualvollen und oft tödlichen Experimenten verantwortlich, die von deutschen Ärzten an Tausenden von Häftlingen ohne deren Zustimmung durchgeführt wurden. Er führte diese Experimente auch selbst durch. Die Menschenversuche hatten 3 Zielsetzungen: Zum Überleben der Soldaten beizutragen, die Erprobung von Medikamenten und Behandlungsmethoden sowie die Umsetzung der rassischen und menschenverachtenden Ideologie der Nazis. Im August 1944 wurde Brandt von Hitler zum Reichskommissar für das Sanitäts- und Gesundheitswesen ernannt, die zur obersten Reichsbehörde wurde. Brandt war befugt, den medizinischen Ämtern und Regierungsstellen, der Partei und den Streitkräften Anweisungen zu erteilen. Im Jahr 1944 entwickelte Karl Brandt eine feindselige Rivalität mit dem Leibarzt Hitlers, Theodor Morrel. Als Hitler an Gelbsucht erkrankte, misstraute der HNO-Arzt Erwin Geising den Behandlungen von Morrel. Geising hatte den Diktator nach der Beschädigung seines Trommelfells behandelt, die er sich durch die Explosion der Bombe beim Attentatsversuch vom 20. Juli zuzog. Geising schluckte selbst einige der Pillen, die Morrel Hitler täglich in großen Mengen einnehmen ließ, und stellte eine leicht schädliche Wirkung fest. Er ließ ihre Inhaltsstoffe analysieren und fand heraus, dass sie neben Belladonna auch Strychnin enthielten, was die Ursache für die Gelbsucht war.
Geising teilte seine Ergebnisse zwei von Hitlers anderen Ärzten mit, darunter Karl Brandt und Hans Karl von Hasselbach, die ihrerseits andere Mitglieder von Hitlers Gefolge informierten. Als Hitler schließlich davon erfuhr, war er wütend, erklärte, dass er volles Vertrauen in Morrill und seine Behandlungen habe und entließ alle drei Ärzte, Geising, Hasselbach und Karl Brandt. Am 16. April 1945 wurde Karl Brandt trotz seiner früheren Nähe zu Hitler von der Gestapo verhaftet, nachdem Hitler erfahren hatte, dass er seine Frau Annie und Sohn Karl in Richtung der amerikanischen Linien geschickt hatte, um der Gefangennahme durch die Russen zu entgehen. Der Führer befahl, ihn vor ein Kriegsgericht zu stellen und zum Tode zu verurteilen. Nur die Intervention von Heinrich Himmler, Albert Speer und der direkte Befehl von Admiral Karl Dönitz bewahrten ihn vor der Hinrichtung. Am 30. April 1945, nach dem Selbstmord Adolf Hitlers und seinem letzten Willen entsprechend, wurde Dönitz zu Hitlers Nachfolger ernannt. Auch wenn Brandt am 2. Mai auf Befehl von Dönitz aus der Haft entlassen wurde, half ihm das nicht, der Justiz zu entkommen. Am 23. Mai 1945 wurde Brandt von den britischen Streitkräften verhaftet. Von seinem Anwalt befragt, ob er sich durch die Ausübung der Euthanasie belastet fühle, sagte Brandt: „Nein, ich fühle mich dadurch nicht belastet. Ich habe die Vorstellung und Überzeugung, dass ich das, was ich in diesem Zusammenhang getan habe, vor mir selbst verantworten kann. Es war getragen von einem absolut menschlichen Empfinden. Ich habe nie etwas anderes beabsichtigt und nie etwas anderes geglaubt, als dass diesen armseligen Wesen das qualvolle Dasein abgekürzt wird. Ich bedauere in diesem Zusammenhang einzig, dass durch die äußeren Umstände den Angehörigen damals ein unverantwortlicher Schmerz zuteil wurde. Ich bin aber überzeugt, dass diese Angehörigen heute diese Schmerzen überwunden haben und dass sie selbst das Empfinden haben, dass ihre toten Angehörigen von einem Leiden erlöst worden sind." Doch er irrte sich. Im Nürnberger Ärzteprozess, der am 9. Dezember 1946 begann, war Karl Brandt der Hauptangeklagte und der einzige auf der Anklagebank, der Adolf Hitler direkt verantwortlich war. Brandts Schlussplädoyer machte deutlich, dass er an die Rechtmäßigkeit des Tötungsprogramms tatsächlich geglaubt hatte. „Ich habe vor mir selbst das tiefe Bewusstsein, dass, als ich zur Euthanasie Ja sagte, dies wie heute in der Überzeugung tat, es ist richtig. Der Tod kann Erlösung sein. Der Tod ist Leben, wie die Geburt. Niemals sollte er Mord werden. Ich trage eine Last, aber es ist nicht die Last des Verbrechens. Ich trage diese meine Last, wenn auch mit schwerem Herzen, als meine Verantwortung. Ich bestehe mit ihr und vor mir und meinem Gewissen als Mensch und Arzt." Am 19. August 1947 befand das US-Militärgericht Karl Brandt der Kriegsverbrechen, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Mitgliedschaft in einer verbrecherischen Organisation der SS für schuldig und verurteilte ihn zum Tod durch den Strang. Brandt wurde auch wegen seiner Beteiligung an Medizinexperimenten in Ravensbrück verurteilt, die zwischen Juli 1942 und September 1943 für die Wehrmacht durchgeführt wurden, um die Wirksamkeit von Sulfonamid und anderer Medikamente zur Behandlung infizierter Wunden zu testen. Ebenso wurde er wegen der Teilnahme an Versuchen verurteilt, die zwischen Juni 1943 und Januar 1945 an polnischen Gefangenen in den Lagern Sachsenhausen und Natzweiler durchgeführt wurden, um die Ursachen der epidemischen Gelbsucht und Impfungen dagegen zu untersuchen. Brandt begründete die Anordnung und Durchführung von Menschenversuchen unter anderem damit, dass das persönliche Empfinden einer berufsethischen Verpflichtung vor dem Totalen dieses Krieges zurücktreten musste. Zwei Tage nach der Verkündung seines Todesurteils schrieb Brandt einen Brief an die US-Behörden, in dem er erklärte: „Es ist mein freier Wille, mich einem medizinischen Versuch ohne jede Überlebenschance zu unterziehen, um so die Vollstreckung des Todesurteils über die Erfüllung eines juristischen Prinzips zu einem sinnvollen Ereignis im Interesse und zum Wohle der Menschheit zu erheben." Sein Vorschlag wurde ohne ernsthafte Erwägung abgelehnt. Als er am 2. Juni 1948 auf dem Galgen stand, hielt Brandt, damals 44 Jahre alt, eine lange, anklagende Ansprache gegen die USA.
Wie kann eine Nation, welche die Spitze in der Durchführung von Humanversuchen in jeder nur ausdenkbaren Form hält, wie kann es diese Nation wagen, andere, welche höchstens die vorgemachten Versuchsanordnungen nachahmen konnten, deswegen anzuklagen und zu verurteilen? Und gar Euthanasie? Man schaut heute auf Deutschland und seine ausgeklügelt hingehaltene Not. Da ist es freilich nicht verwunderlich, wenn die Nation, welche von der Geschichte der Menschheit ewig das Kainszeichen von Hiroshima und Nagasaki tragen wird, wenn diese Nation versucht, sich hinter moralischen Superlativen zu vernebeln. Sie braucht dabei kein Recht beugen. Recht ist hier nie gewesen. Im Ganzen nicht, wie im Einzelnen. Es diktiert die Macht. Und diese Macht will Opfer. Wir sind solche Opfer. Ich bin ein solches Opfer. Bis zu seinem Ende blieb Brandt stolz darauf, dem Vaterland mit all seiner Kraft gedient zu haben. Der Galgen von Landsberg ist das Symbol innerer Verpflichtung aller Aufrechten und Aufrichtigen. Da er die Aufforderung, sich kürzer zu fassen, ignorierte, stülpte ihm der Henker die schwarze Haube mitten im Satz über den Kopf, band sie fest und legte ihm die Schlinge um den Hals. Dann trat er einen Schritt zurück, betätigte den Hebel, die Klappe öffnete sich und Brandt fiel hinein. Es wurden keine Tränen für Karl Brandt vergossen. Vielen Dank, dass du dir den World History Kanal angeschaut hast. Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.